Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und es geht bei uns heute um ein Spiel in der Premier League. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf. Und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Manchester United müssen wir auch den Namen Matt Busby erwähnen. Vielleicht der wichtigste Mann in der Geschichte des Vereins. Ja, er war von 1945 bis 1969 Trainer der Red Devils und brachte, ja, man kann das so sagen, frischen Wind in den Fußball, setzte stark auf junge Spieler, auf einen jungen Stil. Dem hat United unglaublich viel zu verdanken. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Auf der Torhüterposition David de Gea. Christian Eriksen steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und im Sturm ist Marcus Rashford. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Da, mit viel Übersicht. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Und Eriksen. Am Ball Bruno Fernandes. Casemiro. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Gute Aktion. Ben Mee. Den Ball kann er abfangen. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Die kurze Variante. Das könnte die Führung geben. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Da kommt die Ecke. Und Elfer für United. Jetzt können sie das 1:0 machen. Da ist er drin, der Elfer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0.
Bruno Fernandes. Sancho. Jadon Sancho. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Er bekommt die Unterstützung. Da gibt es Freistoß gegen Manchester United. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Rashford. Da ist Sancho. Jetzt Eriksen. Jadon Sancho. Rashford. Klasse Angriff. Aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Toni am Ball. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Bruno Fernandes. Das ist Anthony. Rashford. Bruno Fernandes am Ball. Bruno Fernandes. Marcus Rashford. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Was für eine Chance. Tor für Manchester United. Es sieht alles gut aus. Die Führung beträgt schon 2 Tore. Stark, wie er sich da durchgesetzt hat und dann auch cool geblieben beim Abschluss. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Das könnte gefährlich werden. Ah, das macht sie nicht gut. Stehen sich im Weg und abseits ist es auch noch. Echte Torgefahr sieht anders aus. Klar, wissen Sie auch selber, aber ich will da gar kein großes Fass aufmachen. So ein Block von eigenen Leuten kann passieren. Diogo Dalot. Bei der Ballbesitzstatistik liegen die Vorteile bisher klar auf Seiten von Manchester United. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Toni am Ball. Schwacher Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Spiel geht weiter. Vorteil nach diesem Foul. Da kommt der Schuss. Kein Problem, den hat er. Sie brauchen ein Tor. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Ecke kommt in die Mitte. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen.
Jadon Sancho. Rashford. Jetzt können sie es machen. Sie sind mit 3 Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor. Wieder so eine schöne Aktion. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding. Ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Kein Schnurzig. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Deutliche Führung für Man United, 3 Tore, viel kann da nicht mehr passieren. Rashford. Jetzt haben sie den Ball verloren. Sie bieten sich an. Ja, mit viel Übersicht. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Abwehr kann aufatmen aus dieser Szene. Wird erstmal nichts. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Jadon Sancho. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Gefährlich, Anthony! Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Pause in dieser Begegnung, Buschi. Und wenn wir uns die Reaktion der Fans anhören, dann müssen wir schon sagen, die Szene von Halbzeit 1 war der Elfer. Absolut. Strittige Entscheidung, enge Kiste. Aber ich glaube, es war die richtige. Den muss er so pfeifen. United ist bislang die bessere Mannschaft. Sie führen deutlich zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Weiter geht's hier. Da trennt er ihn vom Ball. Die Fans wollen den Schuss. Sie machen zu, machen das gut. Der Angriff wird unterbunden. Bruno Fernandes. Jadon Sancho. Bruno Fernandes am Ball. Rashford! Der Ball jetzt bei Man United. Rashford. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Den Zweikampf führt er sehr gut. Eriksen, ja, die Kollegen bieten sich toll an. Rashford. Sancho.
Hat Genauigkeit gefehlt, ja. Ja, wenn er besser zielt, bisschen weniger Power, dann ist es ein Tor. Wechsel bei Manchester United. Geht da voll in diesen Zweikampf. Auf dem Flügel wäre jetzt Platz für Antony. Antony, das kann was werden. Ja, schön geklärt erstmal, die Gefahr bereinigt. Da wäre Platz für einen Konter. Aber er muss aufpassen. Macht er ihn. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Parade der Herr, aber noch gefährlich. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Sie unterstützen gut. Da ist die Chance. De Gea hält weiter gefährlich. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Machen Sie jetzt gut. Das ist diese Sicherheit, die ihn auszeichnet. United mit dem Wechsel. Kurze Ecke. Gehalten, ganz stark. Ja, sie nehmen die kurze Variante. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Gewinnt dieses Duell. Geht er rein. Ball kommt hart. Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Jetzt kommt der Wechsel. Toni am Ball. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Fritz. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Da hat er die Chance. Sie geben noch mal alles, machen das Tor, aber das ist zu spät, oder? Ich fürchte, ja, Wolf. Schauen wir auf die Uhr. Hilft das hier noch? Ich habe da meine Zweifel. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers noch mal an. Erst kommt der gute Pass und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Antony. Jetzt Casemiro. Den Ball holt er, gut verteidigt.
Sie müssen den Ball abgeben. Anthony. Er zieht nach innen. Ein guter Block hier. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. 3 Minuten sind es noch. Cristiano Ronaldo. Gehalten, da zeigt er sein Können. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Sie führen die Ecke kurz aus. Da ist die flache Flanke. Das Foul gibt er. Strafstoß für Manchester United. Das könnte hier wohl die Entscheidung sein. Elfmeter und Tor. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Da wird die Nachspielzeit angezeigt. Wir bekommen noch mal 4 Minuten. Casemiro. Bruno Fernandes. Er zieht vorbei. Er zieht ab. Ja, den hält er. Richtig gefährlich war das nicht. Und das war's für heute. Am Ende steht hier also die Niederlage für die Gastgeber. Tja, herbe Niederlage. Das hatten sie ganz anders vorgestellt. Entscheidend werden die Schlüsse sein, die sie aus diesem Resultat ziehen. Schönes Spiel heute auf jeden Fall von Bruno Fernandes. Wie hast du es gesehen? Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.